Trash 2018. Für Toleranz und gegen Gewalt. Sehr schön. Schön, oder? Gemütlich hier. Ja, auf jeden Fall. Erstes Mal Courage für dich. Ja, allgemein, so ein großes Festival, jetzt das erste Mal so richtig. Sonst immer nur so 200, 300 Leute maximal. Du kommst ja hier aus Weeze. Oh ja, das ist richtig. Ich komme aus Pferd. Okay, ja. Und heute hatte ich mein erstes Interview. Ich war ziemlich aufgeregt. Wie ist das für dich, jetzt hier vor 8000 zu singen? Ja, ich sag mal so, ist natürlich eine Herausforderung auch für mich. Man macht sich immer Sorgen, aber man muss einfach machen, schauen, was kommt. Ich denke mal, so war es bei dir auch mit deinem Interview, oder? Ja, das war so. Ja. Glaubst du, du hast hier Heimvorteil? Ich glaube nicht, weil ich glaube, mich kennt hier eigentlich keiner. Okay, Phoenix Beats. Vielleicht, ich weiß, alle hassen es, diese Frage, aber warum? Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Das hat auch was mit meiner Erkrankung zu tun, über die ich dann an dieser Stelle auch reden muss, wenn die Frage schon kommt. Okay. Das ist einfach, ich habe Mukoviszidose, ist eine Stoffwechselerkrankung, wirkt sich auch auf die Lunge aus. Und ich hatte aber trotzdem immer den Traum, Musik zu machen. Und das war so eine Art Neufindung, wie Phönix aus der Asche. Ich lege sehr viel Wert auf die Texte, dass da auch wirklich Sinn hintersteckt. Können wir vielleicht eine kleine Kostprobe bekommen? Vielleicht Freiheit ist ein sehr schöner Song. Soll ich einfach mal? Okay. Die Herzen schlagen, Blut fließt durch unsere Adern, obwohl wir atmen, haben wir uns längst schon begraben. Frag dich selbst, lebst du oder bist du schon tot? Eingesperrt, gefangen, im Stillstand, im Tod. Warum gehst du jeden Tag zur Schule oder Arbeit? Weil du es wirklich willst oder weil man es dir vorschreibt? Du arbeitest die ganze Woche, 8 Stunden am Tag. Und wenn es Zeit wird für die Rente, liegst du fast schon im Grab. Du bist gefangen in gesellschaftlichen Normen. Du akzeptierst es, lässt die Gesellschaft dich verformen.